Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier in meinen Räumen, meiner Spezialsprechstunde. Begrüße ich Sie heute zum Thema Nabelpflege. Sie wurden von der Hebamme darauf hingewiesen, Finger weg vom Nabel. Und das gilt auch in der ersten Zeit, aber irgendwann eben nicht mehr. Bei der U3, also im Alter von 4 bis 6 Wochen, ist es dann meine Aufgabe, Sie darauf hinzuweisen, dass sich das nun etwas modifiziert. Denn der Nabel, sowohl bei kleinen Kindern, aber da besonders, als auch bei uns, ist ein Teil unseres Körpers, der zu Entzündungen neigt, wenn man ihn nicht entsprechend pflegt. Vor allem die Nabel, die ganz tiefe Furchen, ganz tiefe Falten haben. In diesen Falten sammelt sich nämlich Haut ab. Sie wissen, unsere Haut erneuert sich ja regelmäßig, es entstehen Hautschuppen, die fallen dann ab, wenn sie an der Oberfläche sind, aber in einer tiefen Nabelfurche fallen sie nicht weg, sondern sie sammeln sich an. Und jetzt stellen Sie sich vor, man schwitzt, das Baby schwitzt vor allem im Sommer oder auch im Winter, wenn es warm angezogen ist, und es bildet sich etwas Schweiß in dieser Nabelfurche zusammen mit dem abgestorbenen Hautmaterial. Bildet das so eine Art Suppe für Bakterien, für Pilze. Und wenn sich das entsprechend entzündet, dann entsteht eine ganz übel riechende und sehr unangenehme Nabelentzündung. Ich erlebe es ab und zu und deshalb habe ich mir angewöhnt, wenn ich es nicht vergesse, aber über dieses Video kann ich Sie jetzt erreichen, habe ich mir angewöhnt, bei der U3 die Eltern darauf hinzuweisen, dass es sinnvoll ist, immer dann, wenn sie das Baby baden, also in der Regel 1 bis 2 Mal in der Woche, dass sie danach, nämlich dann, wenn das Wasser den Nabel etwas aufgeweicht hat, dass sie danach mit einem Wattestäbchen den Nabel reinigen. Ich zeige Ihnen hierzu ein paar Bilder und Sie werden vielleicht erkennen, dass auch bei Ihrem Kind es ähnlich ausschaut. Sie sehen diese braunen Ablagerungen bzw. diese braunen Streifen im Nabel. Das ist nicht etwa eine Pigmentierung, sondern das ist das, was ich vorher erwähnt habe. Das ist abgestorbene Haut, die sich quasi stapelt und entsprechend dann dunkel wird. Und wenn Sie das nach dem Baden versuchen wegzumachen, und das funktioniert am einfachsten mit einem Wattestäbchen, dann werden Sie feststellen, dass das gar nicht so leicht zu entfernen ist. Also Sie müssen da ein paar Mal hin und her fahren, bis Sie das so weit gereinigt haben. Und Sie sehen das dann auf dem Wattestäbchen, dass da dieses Hautmaterial dann von Ihnen entfernt wurde. Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Sie tun, wenn Sie das mit sanfter Hand machen, dem Kind nicht weh. Sie können auch keine Verletzungen verursachen. Deshalb macht es Sinn, die Angst vor der Nabelpflege zu verlieren und regelmäßig das tun, was ich empfehle. Sie verhindern damit unnötige Entzündungen am Bauchnabel. Wenn Kinder größer sind, kann man sie entsprechend darauf hinweisen, insbesondere die Kinder, die eben Nabel haben, die tiefe Furchen, die tiefe Einbuchtungen haben, dass man das immer wieder auch selbst mit dem Wattestäbchen reinigen kann. Glücklich sind die, die einen sogenannten Durzelnabel haben, wo der Nabel etwas raussteht. Da kommt man beim normalen Waschen gut hin, da ist das nicht nötig. Und die, die einen ganz flachen Nabel haben, ohne entsprechende Furchen, die sind auch gut dran. Die brauchen dieses Video nicht. Verstopfte Nase oder die behinderte Nasenatmung. Vor allem für kleine Babys ein Riesenproblem und damit auch für die Eltern. Ich teile dieses Video einmal in genau diesen Bereich der kleinen Kinder und in den Bereich der größeren. Darmwürmer. Darmwürmer sind eklig zugegeben. Aber sie gehören zu unserem Leben dazu und sie können machen, was sie wollen. Sie werden über kurz oder lang bei ihren Kindern oder bei sich selbst immer wieder Darmwürmer erleben.